Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die wirklich ganz unterschiedliche Filme beinhaltet und auch ganz unterschiedlichste Qualitäten mitbringt, zumindest was die Filme betrifft. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Project Power. Den konnten wir nicht vorab sehen, denn es gab hier quasi keine Pressescreener. Wir haben also ganz normal, so wie auch auf die Veröffentlichung auf Netflix gewartet und uns dann für euch Project Power angeschaut, den für euch besprochen. Und das sind in dem Fall nicht irgendwelche Kollegen, denn die haben sich wieder die Netflix vorzusammengefunden. Nur, dass sie diesmal halt zu dritt waren, denn Dom hatte keine Zeit. Also hört besser genau hin, was Christopher, Max und Stu zu dritt für euch fabriziert haben und ob sie es geschafft haben, Dom zu kompensieren. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Climb und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Die Teilnehmer dieser Besprechung, Marco, Max und Stu, waren mega begeistert und sehen ihr Potenzial dafür, dass es der Film des Jahres sein könnte. Das muss also ganz schön geil sein. Ich habe auch schon die erste Hälfte geschafft vom Screener, aber viel mehr konnte ich jetzt noch nicht einfach auf die Reihe bekommen und so. Ist ganz interessant, ist mal was anderes und insofern auf jeden Fall einen Blick wert. Ich freue mich ebenso, dass ihr euch jetzt hier auch noch ganz zum Schluss die Besprechung unserer Alien-Besprechung anhören könnt. Denn wir haben endlich Alien 4 für euch aufgezeichnet und eben auch die Besprechung dazu viel eher hier in diese Ausgabe mit reingepackt und da könnt ihr in dem Fall ganz genau hinhören, was Torben, Andi und Patrick da zusammen geplaudert haben. Die drei sind ja drei von vier der Jungs, die sich regelmäßig mit den Alien-Filmen, dem Predator-Film und den Alien vs. Predator-Film beschäftigen. Demnächst gibt es noch die Aufzeichnung der Prequels, die jetzt relativ aktuell ja auch noch sind. Und nun gut, ich bin sehr gespannt, was die Jungs da für euch aufgezeichnet haben, denn der dritte Teil ist eine wirklich mittelschwere Katastrophe. Alien 4 habe ich bis heute nicht gesehen. Mal schauen, ob die Jungs mich davon überzeugen können. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringen würdet und uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen. Kann man Podcast bewerten. Bitte macht das. So Bewertungen helfen uns wirklich sehr und sorgen dafür, dass wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Project Power. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind die Netflix vor. Zum einen der Christopher. Hallo Christopher. Wow, ich freue mich so darauf, mit euch diesen Film zu besprechen. Und ja, ich habe mir gerade was eingeschmissen. Jedes Mal irritierst du mich damit. Jedes Mal, okay. Außerdem noch dabei ist der Dominik. Nee, der Dominik ist nicht dabei, der kann nicht. Verdammt, siehst du mal, es fängt gut an. Aber der Max ist hoffentlich noch da, oder? Ja, und ich habe den Dominik entführt, weil er hat mein ganzes Pillen-Dings geklaut. Okay. Ja, das wird eine wunderbare Besprechung, glaube ich. Ja, ihr Lieben. Ich habe den Film kapiert. Wir reden über die neueste Netflix-Eigenproduktion, den Spielfilm Project Power. Seit dem 14. August ist er beim Streamingdienst verfügbar. Besetzt mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt in den beiden Hauptrollen. Und bevor es jetzt ins Eingemachte geht, wer könnte die Handlung besser zusammenfassen als der liebe Christopher? Auf den Straßen von New Orleans ist eine neue geheimnisvolle Droge im Umlauf. Menschen, die diese einnehmen, erhalten für genau 5 Minuten übernatürliche Kräfte. Doch was für Kräfte das sind, merkt man erst nach der Einnahme. Manche werden unsichtbar, manche werden super stark, manche werden unverwundbar und für manche endet dieser Trip auch tödlich. Und weil diese Pille zu einem Anstieg der Kriminalität geführt hat, fahnden die Polizei nun nach den Dealern. Der Polizist Frank sucht dabei die Unterstützung bei der jugendlichen Dealerin Robin und dem Soldaten Art, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist. Und auf ihrer Jagd müssen die drei selbst mehrmals Gebrauch von dieser ominösen Pille machen. Ja, vielen Dank. Netflix hat ja dazugelernt, sag ich mal. Netflix weiß oder hat gelernt, hey, Superhelden funktionieren im Kino, warum soll es nicht auch bei uns funktionieren? Und nach The Old Guard ist Project Power jetzt der nächste große Netflix-Blockbuster, der auf diese, ja, auf die, den Superhelden-Gefilden wildert. Wie gesagt, mit Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx sehr prominent besetzt. Oh, ja, ich fange mal an. Ich mag die Prämisse. Ich finde, die Prämisse ist wirklich schön, dass es halt um diese Pillen geht, wenn man sie einfach so in 5 Minuten hat, wo man halt eben aus den Augen Laser schießen kann, super schnell rennen kann, unsichtbar wird, etc. pp. Und zu Beginn hatte ich das Gefühl, okay, das könnte echt interessant werden. Wie fandet ihr denn den Einstieg bei Project Power?
Wer? Du, Max, du. Also. Ohne Dominik läuft so das irgendwie nicht. Ja, nee, das funktioniert blendend, weil Dominik, ich habe bloß den Dominik jetzt gerade wieder treten müssen, weil er irgendwie versucht zu entkommen. Aber der bleibt hier. So, ich wollte sagen, die Prämisse ist tatsächlich interessant. Jetzt ist es aber auch eine Prämisse, die durchgehend eine Umsetzung braucht, die sich ein bisschen was traut. Sprich, mehr Adrenalin vielleicht oder, keine Ahnung, eine gewagtere Kameraführung. Alles in allem war aber dann die Umsetzung mega generisch. Also wie Actionfilm-Stockmaterial sozusagen. Und das hat mich dann echt nach 20 Minuten schon gelangweilt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Denn diese Idee birgt ja die Möglichkeit, mit der Action maßlos übertreiben zu können und alle crazy Einfälle, die man hat, da unterbringen zu können. Weil jede erdenkliche Superkraft kann ja durch diese Pille ausgelöst werden. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann kriegst du da Sachen zu sehen, die hast du in Filmen schon mehrfach gesehen, die eigentlich immer Superheldenfilme kopieren, aber das nicht so richtig gut können. An einen Film, an den ich denken musste, während ich den sah, war dieser Push mit Chris Evans, falls ihr euch daran erinnern könnt. Der zum Beispiel, und deswegen war das wirklich ziemlich low, weil das hätte wirklich ein richtig abgefahrener Trip werden können. Alle Zutaten waren da. Nur dann hat man auch noch eine Besetzung, die sich wirklich sehen lassen kann, die auch maßlos unterfordert ist. Also ich hab selten auch Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt so lustlos agieren sehen. Da fragt man sich wirklich, wer sind diese Männer, die das verbrochen haben? Und dann habe ich gesehen, diese beiden Regisseure haben vorher diesen Nerf inszeniert, diesen Social-Media-Thriller, wo da es diese App gibt, wo Leute Mutproben machen müssen mit Emma Roberts und Dave Franco. Ja, der war eigentlich, der schlägt genau in die gleiche Kerbe. Und da wusste ich schon Bescheid. Okay. Also, ich fand den Film zu Beginn echt gut. Ich mochte die erste große Actionsequenz mit Jamie Foxx. Ich mochte die erste große Actionsequenz mit Gordon Levitt sehr. Und vor allem, was ich wirklich mochte, der Film spielt in New Orleans. Und er hat gerade in der ersten Hälfte, finde ich, ein paar richtig hübsche Locations gefunden, die aber komplett nicht das erfüllen, was wir mit New Orleans verbinden. Also es gibt jetzt keine Mardi Gras-Romantik. Nach der ersten Hälfte allerdings, da bin ich dann voll bei Max, wird der halt super generisch. Und der Showdown, der auf so einem Tankschiff irgendwie stattfindet, der ist halt wirklich, also das ist generisch in Bildern, wirklich. Also da hat sich da wirklich alles. Das ist kompletter Standard, ohne dass er jetzt wirklich ausbricht. Weder finde ich jetzt in die Tiefen noch in die Höhen. Und das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, so die erste Hälfte hat er mich bekommen. Ich glaube, dass da am Ende sogar der Kask von Kursk, der Kask ist da irgendwo im Hintergrund noch rumgelaufen oder so. Entschuldigung. Wie fandet ihr denn die Location? Weil, wie gesagt, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, hey, das ist mal, es wirkt ein bisschen, nicht neu, aber es wird mal ein bisschen was anderes gezeigt von New Orleans. Ja, das war wirklich interessant, die ganzen Armenviertel da zu sehen, das gebeutelte New Orleans, das ja auch so viele Jahre später immer noch mit den Folgen von Hurricane Katrina zu kämpfen hat. Aber da ist auch das Problem, dass der Film Substanz liefern könnte, aber alles in den Ansätzen stecken bleibt. Du hast die Behauptung von Gesellschaftskritik und dem Aufzeigen von den Problemen der Armut, aber es wird nicht vertieft. Du hast die Ansätze von Menschen, die aufgrund von Hautfarbe unterdrückt werden und eben zu welcher gesellschaftlichen Klasse sie gehören, in der Form von Robin, die ja schon am Anfang in ihrer ersten Szene in der Schule damit zu kämpfen hat und die mit Jamie Foxx im Verlauf der Story auch mehrmals darüber spricht. Aber es wird alles so ein bisschen angestupst, aber es wird überhaupt nichts damit gemacht. Das ist,
Genau so wie das Konzept, das nicht komplett ausgereizt wird, werden hier die Verhältnisse, in denen der Film spielt, auch nicht ausgereizt. Ich meine, du hast ja, eigentlich ist auch ein Hauptteil der Story, dass diese Droge ja in einer Art Testphase unterwegs ist. Sprich, dass die Konsumenten ja als Laborratten missbraucht werden. Und da würde es sich ja eigentlich auch anbieten, wenn es dir da genau diese armen Viertel, die gebeutelten Viertel in Amerika irgendwie da noch, ja, ich will jetzt nicht sagen unbedingt drastischer darstellst, aber halt einfach mehr in diesen Kern irgendwie reingehst, weißt du? Und ich weiß nicht, keine Ahnung, so mit fortlaufender Zeit war es halt dann doch eigentlich jeder Hinterhof der gleiche, weißt du? Ja, also wie gesagt, ich fand auch, also nach guter Hälfte, ich nehme es mal an, es war die Hälfte, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ist es mir auch so vorgekommen. Aber gerade so zu Beginn war ich doch, keimte Hoffnung auf, denn ich kenne die beiden Regisseure auch. Ich bin auch kein Fan von Nerve und auch nicht kein Fan von ihrem Viral und auch kein Fan von ihren beiden Paranormal Activity Filmen, die sie gemacht haben. Aber ich hatte nach so 20 Minuten wirklich die Hoffnung, dass Project Power kein Meisterwerk wird, aber etwas, wo ich sage, hey, hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen. Und ich sehe es genauso, er gibt vor, dass er gesellschaftskritisch ist und dass er irgendwo in die den Finger in die Wunde legt, aber tut es halt einfach nicht. Er sagt, es gibt, kommt mal hier so ein Satz und da mal ein Halbsatz und das war's. Was ich aber ganz interessant finde, ich bin normalerweise niemand, der es mag, wenn eine Handlung so aufgeteilt ist in zwei Bereiche. Weil wir haben hier einmal diesen Kopf, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, und einmal diesen Soldaten, gespielt von Jamie Foxx. Und die agieren ja die meiste Zeit autark voneinander, will ich es mal nennen, bis halt zum Schluss dann sie sich zusammenfinden und das Finale bestreiten. Und ich muss sagen, ich fand's gar nicht so schlimm, obwohl ich diese Art der Erzählung normalerweise nie so toll finde. Weil es oft halt so ist, da wird die eine Figur dann irgendwie zu sehr reinbezogen, da wird die andere Figur dann vergessen. Ich fand, das war relativ schön im Gleichgewicht. Und ich versuche ja wirklich irgendwas richtig Positives zu finden am Film, wenn ich ehrlich bin. Nee, aber ich glaube, was vielleicht ungewollt positiv, weil eine Figur allein hätte wahrscheinlich so eine 2-Stunden-Story auch nicht tragen können. Weißt du? Okay. Ich brauche jetzt Grillen. Ich brauche heute Grillen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Nee, aber an sich es ist schon bezeichnend, dass wir hier so große Denkpausen irgendwie immer wieder drin haben, um uns irgendwas aus der Nase zu ziehen, weil der halt einfach viele Längen hat. Der schleppt sich so irgendwie diese 2 Stunden durch, weißt du, wenn's so ein. Ja, die Struktur finde ich auch blöd, weil. Bei dieser Art von Film finde ich es okay, wenn du eine Actionsequenz im Einstieg hast, wo du noch keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht. Quasi so als Eyecatcher, um deine Aufmerksamkeit sofort an sich binden zu können. Nach der Auftakt-Actionsequenz mag ich es aber für gewöhnlich, wenn dann ein bisschen Exposition folgt, wenn wir dann wirklich in diese Welt eingeführt werden. Nur du hast die Auftaktsequenz mit Jamie Foxx in diesem Ghetto. Gleich danach hast du eine weitere Actionsequenz mit Joseph Gordon-Levitt, die beide handwerklich absolut okay sind. Und dann hast du noch Robin, die eingeführt wird in ihrem Alltag mit ihrer kranken Mutter und mit den Problemen in der Schule. Und irgendwo hatte ich schon in den ersten 20 Minuten das Gefühl, hier fehlt doch was. Hier fehlt ein ordentlicher Aufhänger, der mir einen Grund gibt, warum mich das alles auch interessieren sollte und was hier auf dem Spiel steht. Ja. Ja. Was sagt ihr denn zu der dritten Hauptrolle, die wir hier noch gar nicht erwähnt haben, nämlich Dominique Fischbeck, die ja diese junge Dealerin spielt, Riley, die ja zum Beginn mit Joseph Gordon-Levitt gemeinsame Sache macht und dann halt von Jamie Foxx Figur so rabiat entführt wird, dass ich es nicht verstanden habe, wie schnell sie dann auf seiner Seite ist. Ja gut, Stockholm-Syndrom. Ja.
Nee, also die würde ich jetzt eher auf die positive Seite rüberschieben. Ich finde, dass man vor allem bei den Schauspielern auch gemerkt hat, du hast halt mit Jason Gordon, dem Ding-Dong von Batman, Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx, zwei alte Hasen, die echt schon in großen Filmen mitgespielt haben. Und dann eben sie schlägt sich ganz gut, aber gerade so auf der Bösewicht-Seite hast du halt echt irgendwie, keine Ahnung, die Leute, die beim Casting irgendwie zu spät gekommen sind. Also da hat mir halt echt keiner auch nur im Ansatz überzeugen können. Also ich würde sie eher auf die positive Seite schieben. Dann möchte ich erwähnen, dass mir die Rolle dieses einen Dealers ganz gut gefallen hat. Gespielt von sein Nachname fällt mir ein. Santoro. Man kennt ihn Rodrigo. Als Xerxes. Rodrigo Santoro, ganz genau. Man kennt ihn als Xerxes aus 300. Und auch aus Westworld. Haha, jetzt habe ich es gesagt. Shoutout zum Westworld-Cast. Magst du Schalze raus, ne? Nee, das bleibt drin. Ich mache einen Rap draus. Ja, bitte. Ja, Leute, ich rede gerne mit euch über Filme, aber wenn die Filme es nicht hergeben, dass man wirklich eine halbe Stunde drüber reden kann, ist es halt auch blöd. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zum Fazit kommen. Das ist echt ein bisschen mager. Ja. Liebes Project Power, das spricht nicht für dich. Und wieder einmal hat Netflix hier die Möglichkeit in den Sand gesetzt, ein neues Franchise starten zu können. Aber die Filme, von denen die erfolgreich waren und fortgesetzt werden könnten, mit denen tun sie es ja auch nicht. Was die Fortsetzung von Bright betrifft, hat man 3 Jahre später immer noch nichts gehört. Doch, Bright hat eine Fortsetzung bekommen. Heißt Artemis Fowl und läuft auf Disney+. Das ist Paul mit AU, oder? Wir drücken jedenfalls, und ich denke mal, da sind wir uns alle einig, wir drücken alle die Daumen, dass es schon bald mit Extraction weitergeht. Weil das ja. Also das war ich, und wir drücken auch die Daumen, dass I'm Thinking of Ending Things und The Devil All the Time so gut sind wie ihre Trailer. So. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich wollte schon Tschüss sagen, na Quatsch, Fazitzeit. Ich fange einfach mal an, weil ich glaube, ich habe von uns allen die positivste Meinung, weil ich finde den Film jetzt nicht Bombe, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so katastrophal scheiße. Ich gebe knappe 2,5 Punkte. Ich finde, der fängt echt stark an. Er hat eine gute Prämisse, er macht nur nichts draus und letztlich ist es halt nur, ich finde, gut gemachtes, aber halt null erinnerungswürdiges Actionkino, was man echt vergessen hat, nachdem der Abspann läuft. Vielleicht kann ich deswegen auch nicht so viel sagen, weil ich ihn gestern schon geguckt habe. Ja, ich habe ihn heute gesehen. Oh, okay. Ich übernehme es gleich mal weiter. Ich gebe ihm 2 Punkte. Mir geht's da wirklich wie dir, Stu. Ich wusste 2 Stunden, nachdem ich den Film geguckt habe, eigentlich im Prinzip überhaupt nicht mehr, was da überhaupt passiert ist. Spricht echt nicht für ihn. Man muss sagen, es gibt ein paar schöne CGI-Sachen, die muss man würdigen. Vor allem so in diesen Zeitlupengeschichten oder in diesen Ultrazeitlupengeschichten, wenn es irgendwelche Gesichter zusammenfriemelt, das sieht dann schon ganz gut aus. Aber ansonsten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da würde ich mir dann doch lieber irgendwas anderes anschauen, wenn ich Actionfilm gucken will. Und bei mir ging er zu Ende 5 Minuten, bevor wir diese Besprechung hier aufgenommen haben. Das ist jetzt Cheaten. Und mir fällt auch nichts mehr ein. Typisch Westworld echt, ey. Da könnt ihr mal sehen, dass das wirklich vollkommen richtig ist, was ihr da sagt. Ja, ich gebe dann 2 Punkte für die beiden Hauptdarsteller, die ich sehr mag, auch wenn sie hier unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ein paar wirklich sehr gelungene Shots. Also manche Kameraeinstellungen, wenn dann eine Person die Droge einnimmt und die Kräfte erwachen, manches davon sah verdammt cool aus. Das kann man nicht leugnen. Nur eine Frage, die ich mir euch gestellt habe, ist, seit wann muss man Pillen anwerfen? Also aktivieren. Ja, und vor allem, wenn ich meine Pillen aufdrehe, die ich daheim habe, dann weiß ich nicht, dann der Wirkstoff, der verbröselt sich dann irgendwie mal auf den Teppich. Naja, okay, gut. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke Max dafür, dass er das irgendwie zusammengeschnitten bekommen hat. Das schaffe ich. Okay. Wie gesagt, ich nehme einfach auch Stockmaterial wie der Film. Okay. Ich danke dem Christoph für seine Zeit. Ich danke
Dominik für seine Expertise zum Thema Tablettensucht in den USA. Jetzt ist Ruhe. Ja. Gott. Ach ja, stimmt, er könnte noch. Der arme Mann. Auch eine Sache, die der Film nicht gemacht hat. Ich meine, in den USA ist auch hier Tablettensucht so ein Thema. Ah, okay, komm, wir schweifen ab. Komm, ich sag Tschüss, dann sagt der Christopher Tschüss, dann der Max und zum Schluss der Dominik. Tschüss. Warum sagst du uns eigentlich mal, wann wir Tschüss zu sagen haben? Ja, weil, entschuldige, Leute, ich stelle eine Frage im Cast und dann Stille, weil keiner sich an. Und wir sollten vielleicht auch am Anfang klar machen, dass dieser Film nichts mit Klettern zu tun hat. Ja, dann hast du das hiermit gemacht, denn wir steigen direkt ein. Stu und Marco und Max besprechen heute The Climb, ein Film, der nichts mit Klettern zu tun hat. Guten Tag, ihr beiden. Hallo. Das war jetzt schön synchron, da kann ich den Schnitt drauf auslegen. Das war jetzt ja eine ziemliche Asi-Aktion von dir, ne? Wieso? Wir machen es einfach, wie wir es machen. Wir sprechen heute über einen Film, der uns allen drei sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt der größte Spoiler, den wir liefern, denn über die Handlung können wir gar nicht so viel sagen. Wir können nur sagen, dass der Film 2019 gedreht wurde in den USA, 94 Minuten dauert und von Michelangelo Corvino inszeniert wurde, der dann selbst auch die Hauptrolle spielt mit seinem besten Freund, auch im echten Leben, Kyle Marvin. Ja. Die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben. Das ist überhaupt ein Film, der so viel Indie, der trieft vor Indie direkt. Das ist der Indie-Film des Jahres. Und der kommt jetzt am 20.08. in Deutschland irgendwo hin. Je nachdem, Kinos, ob Kino oder ja, nur Kino. Ich glaube nur Kino, ja. Ja. Okay. Übrigens, der Film ist so Indie, dass ihn selbst A24 nicht produziert hat. Ja. Wer hat denn eigentlich provoziert? Wer hat diesen Film provoziert? Pro Kino. Studio Kanal. Ich habe einfach gedacht, das wäre ein kanadischer Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wirkt ja so kanadisch. Ja, er wirkt wirklich nicht amerikanisch. Und man merkt auch, dass die beiden, dieser Corvino und der Marvin, große Fans des französischen Autorenkinos sind. Mhm. Das zeigen sie in einigen Szenen sehr deutlich. Trotz allem ist das ein Film, der, obwohl er eigentlich schon durchaus ernste Themen streift, sehr erfrischend wirkt und nicht so versteift. Nee, definitiv nicht. Das ist ein 7-Akter. Coming of Age. Coming of Age? Naja, irgendwie, ich würde sagen, das ist Coming of Age immer nur beschränkt auf Teens? Naja, es geht ums Erwachsenwerden. Man kann es auch als Coming of Age bezeichnen. Bitteschön. Den Punkt gebe ich dir. Es geht ja eigentlich um eine Hochzeit, die nicht stattfindet, weil der liebe Kyle der liebe Mike dem lieben Kyle während einer Radrundfahrt beichtet, dass er seine Frau vögelt. Und das im besten Moment überhaupt. Nämlich sind halt diese Radtour in Frankreich und er sagt es sich mal genau in dem Moment, wo sie halt so eine Anhöhe überwältigen müssen. Und der Kyle ist halt zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen fülliger und er kommt halt nicht hinterher, weil er ihm ja eigentlich einen reinzimmern will und er schafft es einfach nicht. Das war der erste Moment, wo ich dachte, Film, ich mag dich, ich finde dich lustig. Kommt ja auch im Trailer vor, diese Stelle. Ja, genau, und ist ja im Prinzip auch die Ausgangslage so für diese ganze Geschichte, ne? Diese Männerfreundschaft da, die dann zerrüttet und dann immer mal wieder trotzdem zusammenkommt. Ja, ja, und endet, also diese Bergauffahrt endet ja auch nochmal in eine nette Prügelei und die war auch wobei sehr nicht zwischen den beiden, das ist nein, ja auch ganz lustig. Oh Gott, ich sehe es gerade vor meinem geistigen Auge. Ja. Ich will es gleich nochmal gucken. Was man vielleicht sagen sollte ist, das ist kein Film, der kontinuierlich so einen narrativen Bogen hat. Es sind keine Episoden, es sind mehr so Vignetten, die er macht. Hm. Du hast ja schon gesagt, 7 Stück sind's und es fängt halt an mit dieser Radtour. Und diese Radtour wird auch inszeniert als eine Kamerafahrt, eine, ich glaube, 9-minütige Kamerafahrt. Und das hat was. Vor allem, weil der Kameramann, ich habe mal geguckt, der heißt Zach Cooperstein oder Cooperstein, keine Ahnung. Meine Fresse, der Mann weiß, wie man mit dem Gerät umgehen muss. Mhm. Also ich habe selten einen Film gesehen, der so geringes Budget hatte, der so verdammt grandiose Kameraeinstellungen und Fahrten hatte. Stellt sich jetzt die Frage, ist die Kamera wahrscheinlich das Einzige, was dann Geld gekostet hat?
mit Equipment. Ich war super begeistert. Also ja. Ich habe mir dann immer nur gedacht, fuck, hoffentlich mussten die das nicht öfter drehen als einmal, um da die Anhöhe hochzukommen. Also eine der schönsten Kamerafahrten war, das ist eine Vignette, die spielt an Thanksgiving. Mhm. Und dann zeigt die Kamera halt die parkenden Autos von der Familie vom Haus und gleitet dann so über diese Autos und plötzlich wird es ein bisschen dunkler und plötzlich liegt da Schnee und plötzlich ist dann Weihnachten. Ja. Das war famos. Da lobe ich dann auch den Schnitt, muss ich sagen, von Ach nee, Sarah ich weiß Shaw. Nicht. Die Cutter sind ja eh, weiß nicht, Cutter sind eh ein bisschen komische Leute, denen vertraue ich nicht. Ich hab immer gehört, dass wenn man einen Cutter Cutter nennt, ist das despektierlich. Oh. Das sind okay. Editoren. Egal, ja, jetzt haben wir eine Phase übersprungen, nämlich du fängst ja schon damit jetzt an, wir befinden uns im Weihnachten, welches nach dieser Beichte, glaube ich, so, ich würde mal sagen, 3 oder 4 Jahre später. Also die haben auf jeden Fall eine Funkstelle dazwischen. Und dazwischen passiert noch was ganz Doofes, nämlich der Kyle, nicht Kyle, ich verwechsel immer, der Mike, der praktisch Trauzeuge sein sollte und Kyles Frau vögelte, der hat mit dieser Frau dann tatsächlich geheiratet, später. Dummerweise stirbt sie und Mikes Leben gerät dadurch aus dem Fugen. Aus einem vorher sportlichen und sehr schnieken jungen Mann wird ein Alkoholiker mit Wampe. Ich sag mal, auch die Beerdigung hat ja halt auch sehr skurrile Momente so und auch da wird sich erneut geprügelt. Also irgendwie haben sie es damit. Aber ich finde, das ist so diese Männerfreundschaft, die vielleicht jeder von uns auch mal hatte, so als kleine Jungs so manchmal, so, ne, diese Raufereien und dieses Gerangel und sowas, das zieht sich auch so ein bisschen durch den Film. Manchmal mit kleine Jungs. So auch dieses Naive so teilweise so, das finde ich ganz, ganz charmant irgendwie. Also ich finde, dass dieses Rauferei haben ja nicht nur kleine Jungs, ich empfehle dem mal den Telehorst abzuhören. Eigenwerbung. Nee, aber ich weiß, was du meinst, ja, das ist so eine Freundschaft, die sich halt aufgebaut hat, so im Kindesalter und die sich irgendwie nicht richtig weiterentwickelt hat. Ja. Jetzt höre ich übrigens den Vogel im Hintergrund. Ja, es tut mir leid, ich habe die Fenster zu, aber dieser scheiß Vogel, der hört einfach nicht auf zu singen und ich kann dagegen ja nichts machen. Der hat auch eine Meinung. Aber das sind jetzt genau diese Szenen, wie jetzt der Vogel, passt ja auch ganz gut, deswegen hast du ihn auch engagiert. So ist der Film eigentlich. Er hat so eine Handlung, ich habe gestern die Handlung Andi und Eva erzählt. Wir saßen gestern auf der Terrasse, haben gesprochen und ich habe gesagt, ihr müsst euch The Climb anschauen, weil ich so begeistert bin. Und dann habe ich ihnen versucht, die Handlung irgendwie zu erzählen und sie meinten am Anfang, ja, das klingt aber jetzt irgendwie wie ein Till Schweiger-Film. Und so, wenn man darüber nachdenkt, wenn man den Film in Worte fasst, wird es dem einfach nicht mal ansatzweise gerecht, weil du hast geile Kamera, du hast völlig skurrile Dialoge, du hast irgendwie einen Ablaufplan aus der, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist super kreativ einfach alles. Und ich weiß nicht, wie geht's euch? Das, was The Climb auszeichnet und das, was Til Schweiger Film halt fehlt, ist etwas, ich nenne es mal Authentizität. Das ist zwar alles total skurril, aber du kaufst es denen ab. Mhm. Es wirkt wirklich so ein bisschen wie aus dem Leben gegriffen. Das ist ja immer das, was Til Schweiger immer versucht zu machen, was er aber nicht schafft. Der Film hat auch kein Problem damit, mal etwas zu tun, was sonst unüblich ist. Also wie gesagt, ne, da wird die Frau halt am Anfang im Krankenhaus eingeführt und dann Schnitt, sie ist tot. das sind so Sachen, die würde ein Til Schweiger nicht machen. Dazu ist der Humor von The Climb wesentlich intelligenter, wesentlich schwarzhumoriger und vor allem ist er nicht frauenfeindlich und nicht homophob. Ja, ich sehe es auch so. Also ich glaube, das wäre so ein Film, den könnten wir hier in Deutschland ohne weitere Probleme auch produzieren, aber irgendwie macht's keiner oder keiner gibt eine Förderung dafür oder sowas. Aber ich glaube so, das ist so, das meiner Meinung nach sollte das Ziel sein, wie gute Unterhaltungskomödien auch aus Deutschland kommen könnten. So mit wenig Budget halt wirklich das Effektive so rausholen. Und ich glaube halt gerade auch im deutschen Kino hast du eigentlich auch genug Potenzial dafür, um sowas zu machen. Aber es macht halt keiner. Und das finde ich durchaus schade. So wie es du schon gesagt hast, so dieser Humor.
ne, alleine sich auf einer Beerdigung zu prügeln, gleich danach kam ja die Szene dann im Haus, also da kommt ja so ein Zeitsprung mit dieser Striptease-Szene dort im Elternhaus. Ich habe mich weggeschmissen, also ich fand die so gut gemacht einfach. Ne, es war halt, also wurde ja auch schon gesagt, einfach mega authentisch. Also ich, das hätte auch ich sein können, so plump, wie er da an der Stange rumhängt. Das will ich sehen. Wenn du mal sowas machst, bitte liefers. Ich zahle dafür. Ja, schade, dass der Telestammtisch ein Audioformat ist. Ne? Ja. Ja gut, okay, wir haben 3 Abonnenten auf YouTube. Also aktive, von dem her. Die nehmen wir mit. Sind wir 3. Also egal, es bleibt in der Familie. Oh Mann, nee, liegt es vielleicht irgendwie auch dran, dass die Amerikaner vielleicht besser beobachten? Stu hat, glaube ich, irgendwann mal im Vorgespräch gesagt, Alexander Payne fällt ihm da ein. Also so vom Stil her, ich meinte, dass es mich sehr stark an die Amazon-Serie Patriot erinnert. Ich glaube, die kommen auch beide in die gleiche Schiene. Liegt es an der Beobachtungsgabe, dass die einfach wissen, wie man Authentizität beobachten muss, um sie zu verkaufen? Vielleicht ja, vielleicht ist es einfach so, dass sich denken, komm, wir könnten jetzt natürlich alles so den Regler auf 10 drehen, aber das wäre es nicht mehr, sondern lass es einfach mal beobachten und das dann so gut wie es geht einfach wiedergeben und dann feststellen auch, okay, das wahre Leben ist halt auch skurriler als, was ich, irgendwelche Comic-Blockbuster oder so. Und das Besondere ist ja auch, es ging mir ja auch nahe, was da passiert ist. Mir tat es ja auch leid, dass ihre Freundschaft auseinanderbricht. Und man merkte auch, dass die im wahren Leben gut befreundet sind. Die haben halt echt eine super Chemie. Also wie gesagt, die erste Szene mit den Radfahrern da ist halt super. Und dann gibt es ja nachher so eine Szene, wo sie im Krankenhaus sind. Und dann tat es mir da schon leid, dass ihre Freundschaft scheinbar auseinanderbricht. Und da war der Film gerade mal 11 Minuten dran. Mhm. Ja? Diese Stille lasse ich drin. Das spricht für den Film irgendwie. Ich habe ihn danach geguckt und habe gewusst, ich habe was unglaublich Besonderes gesehen. In der internen Gruppe, Stu, wir sind uns einig, wir haben einen der besten Filme des Jahres gesehen. Also bisher. Aktuell würde ich sagen, auf der 1 ist für mich immer noch Sommer der Krüppelbewegung von Netflix. Guckt euch den bitte an, der ist großartig, aber der ist auf Platz 2 jetzt, ja. Mhm. Marco, wie sieht's bei dir aus? Also ich meine, dass du den Film großartig findest, wissen wir auch. Aber jetzt kannst du mal nach einem halben Jahr 2020, darfst du mal ein Resümee ziehen. Ja, würde ich auch fast sagen, dass es so, ja, vielleicht wirklich der beste Film ist, den ich bisher gesehen habe. Ich meine, ein paar große Filme kommen ja noch, hoffentlich. Aber gerade wenn ich vergleiche, so was das für ein Budget hat und so, also definitiv ein Riesenhighlight im Jahr. Also wird wahrscheinlich in die Top 5 meiner Jahreshighlights kommen. Das auf jeden Fall. Man sollte halt nur wirklich nochmal wirklich aufmerksam machen, das ist halt keine Schenkelklopf-Komödie. Ne? Das ist wirklich ein sehr ruhiger Film. Der geht jetzt nicht lange, aber lässt sich auch immer gerne ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn man jetzt mehr so Fan von so Brachialhumor ist, wird man mit dem Film nicht glücklich. Man muss da schon für, sag ich mal, offen sein, für diese Art von Independent-Kino. Ich habe am Anfang gedacht, wird das jetzt irgendwie so wie als die englischen Komödien noch richtig gut waren mit, keine Ahnung, oder ihr Hoch hatten mit 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, da habe ich 4 Hochzeiten und ein Todesfall zu wenig im Gehirn. Also 4 Hochzeiten und ein Todesfall ist ein sehr schöner Film, aber der ist dann auch ein bisschen zu gefällig, sage ich mal. Weil Beclimb ist nicht gefällig. Der hat halt schon ganz klar seine Agenda, würde ich sagen, die er verfolgt. Der hat einen guten Drama-Anteil. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese. Es ist vom Comedy-Aspekt her löblich, eingestreut, aber eigentlich ist es ja eine Dramödie, ein Drama. Einer von beiden versucht, wie sagt man, weniger egoistisch zu sein. ganz ehrlich, so schwer, wie ich mich tue, hier irgendwo eine Handlung zusammenzufassen, ohne zu viel zu verraten. Man muss sich drauf einlassen, auf die Handlung einfach. Also da passieren noch wirklich so viele Dinge, die halt irgendwie mit der Freundschaft zu tun haben, sowohl positiv als auch negatives so. Und also ich würde das ungern, glaube ich, verraten wollen, weil der Film lebt auch so von seinen ganzen Momenten, die er dann urplötzlich auf einmal hat. So. Also ich hab's ja so ein bisschen so gesehen, dass der
Marvin zu Beginn des Films so ein bisschen als der, in Anführungszeichen, Trottel dargestellt wird. Hm. Also der Kyle, ja? Oder? Ja. Kyle, also der am Anfang ein bisschen dicker ist. Und dass der Michael halt eben der coole Typ ist. Und das ändert sich ja dann mit der Zeit, ne? Weil der Kyle sich ja weiterentwickelt, während der Michael es nicht tut. Und das sorgt ja dann auch durchaus dafür, dass Michael dann auch wieder so ein bisschen egoistisch reagiert. Und das ist ja genau das, was er nicht machen will mehr. Ne? Das ist ja so diese Krux dabei. Das fand ich ganz spannend. Und es geht ja auch so ein bisschen auch um Vergebung, würde ich sagen. Und ich muss jetzt mal einen kurzen Spoiler einwerfen. Mhm. Was der Film, glaube ich, auch ganz gut macht, ist, dass er Erwartungen schürt, sie dann vergisst und dann später erfüllt. Gute Szene ist die Hochzeit von Kyle am Ende mit, wie heißt sie, Marissa. Kyle stürzt zur Hochzeit, sagt, er hat was dagegen, dass die heiraten, bla bla bla. Der Arzt, wollte ich schon sagen, nee, der Pastor, gibt bekannt, sie sollen sich's nochmal überlegen wegen Hochzeit, weil 51% aller Ehen ja geschieden werden. Du gehst halt davon aus, sie haben sich jetzt ihre Liebe geschworen und das hält jetzt dann für immer. Man sieht dann auch im nächsten Kapitel, dass sie ein Kind miteinander haben und so weiter und so fort. Mhm. Und zack, 20 Minuten später sind sie geschieden. Und das ist immer also es gibt immer so ein Foreshadowing und es ist halt super lebensecht, weil im Prinzip der Pastor sagt, 51%, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie geschieden werden, ist höher. Dann gibt es ein bisschen so Happy End Pulver und am Ende. Am Ende stehen sie halt quasi wieder da, wo sie am Anfang standen. Ja. Ne? Nur, dass sie sich halt eben wirklich weiterentwickelt haben. Und was ich halt auch schön fand mit dieser Hochzeit und der Scheidung ist, dass der Film ja komplett diesen, ich sag mal, Scheidungskampf hier gar nicht zeigt. Ne, das ist einfach Schnitt, dann kommt die nächste Vignette und dann sehen wir halt, wie sich Kyle und seine Ex-Frau Marissa mittlerweile, so scheint es zumindest, halt damit abgefunden haben. Sie sind halt jetzt geschieden und sie haben ein gemeinsames Kind und teilen sich das Sorgerecht. Ist auch 5 Jahre älter geworden, keine Ahnung. Also, genau. Ja. Ah, schön, meine Fresse. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ich muss mal sagen, die Kamera hat mich echt umgehauen, wirklich Wahnsinn. Ich weiß, jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber 1917, ja, aber 1917 hat auch das 1000-fache des Budgets, ne? Ja. Hey, die konnten Ratten animieren. Ja, genau. Die haben wegen animierten Ratten den Oscar gewonnen. Ja. Was soll das? Deswegen, es ist kein Film für jedermann. Dafür ist er, glaube ich, schon vom Humor her, von seinem Erzähltempo und von dem, was er eigentlich will, zu speziell. Es ist jetzt kein Mainstream-Film, würde ich sagen. Aber wer sowas übrig hat für so Independent-Komödien, auch Komödien, die jetzt nicht die großen Schenkelklopfer sind, sondern die auch so ein bisschen anhalten, dass man mal drüber nachdenkt, der sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen. Also ich bin immer noch sehr begeistert und es kommt selten vor, wir haben ihn ja via Screening-Link gesehen vom Verleih, vielen Dank dafür. Und ich habe mir den zweimal angeguckt und das mache ich selten, weil ich den so gut fand. Also bei mir wird es definitiv so sein, wenn der ins Kino bei uns kommt und wir haben ein paar Kinos, die sich wirklich dafür anbieten würden, dass der da reinkommt. Ich schleppe meine ganze Entourage mit und besetze so eine ganze Reihe. Weil ich finde, den muss man sehen. Aber 1,5 Meter Abstand halten, ne? Ja, wenn wir, es kommt ganz drauf an. Wir wissen es ja nicht, wie die Regeln bis dahin sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis August. In einem Monat kann es anders sein. Und Markus Söder ist ja jetzt Kulturoffensive, ne? Der wird uns auch im Kino stapeln. Bloß, dass Bayern kulturell wertvoll bleibt. Kruzifix nur. So. Ah, müssen wir jetzt schon zum Fazit kommen? Ich weiß gar nicht, ob wir dem Film hier mit unserer Besprechung gerecht wurden, aber es ist ja oft so. Es ist schwer. Ich meine, wie willst du auch die Schönheit von Gold beschreiben? Ne? Also, ja, ich weiß gar nicht, ob ich Gold so schön finde. Ich finde den Film schöner als Gold. Ja, ich auch. Ja, sehe ich auch so. Und deswegen geben wir anstatt Punkten, geben wir jetzt, oh, was weiß ich, was wir geben, was ist in dem Film drin? Orangina. Orangina. Orangina, ja, Orangina. Oder wie Bidons. 30 Euro teure Bidons. Ich gebe 5 Punkte, fuck it, Ende. Ich gebe, auch 5 Punkte, was soll's? Was soll der Geiz? 5 Punkte, toller Film und definitiv einer der besten des Jahres. Ja, ich gebe auch 5 Punkte. Mich hat der auch mega beeindruckt. Ich fand den ein ganz großes Kino so und ja, kann ihn nur empfehlen. 15 Punkte. Wunderbar. Haben Filme selten. Ja, gut, Leute, dann ist jetzt unser
unsere Aufgabe, das hier noch weiter in die Welt zu streuen, dass es diesen Film gibt und ich möchte Ende. Anmerken, Max, dass ich dich darum gebeten habe, dass du ihn anguckst, ne? Ja, ich weiß, ich bin auch dir, ich hab hier so einen kleinen Schrein für dich aufgestellt. Ich okay. Danke dir auch täglich. Ich weiß nicht, was du willst. Müsli. Ich opfere Müsli. Seidenbacher. So. Okay. Leute, okay, wir müssen jetzt aufhören. Es ist jetzt schon spät. Nee, wir haben gerade mal 14.23 Uhr. Gut. Ja, passt. Ich gehe jetzt raus und verprügele ein paar Gospelsänger. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir sind auch wieder der Patrick. Hi. Und der Andi. Aloha. So, wir kommen zum vierten Teil des Alien-Franchises. Alien, die Wiedergeburt aus dem Jahr 1997. Wie seine Vorgänger, Sci-Fi-Horror, FSK 16. Und es wäre kein Alien-Film, wenn es davon nicht auch zwei Fassungen gäbe. Nämlich die erste Fassung ist 104 und die zweite 111 Minuten lang. Das Drehbuch von einem Mann, wie er in der Popkultur bekannt ist wie kein zweiter, Josh Whedon. Der Mann ist nicht nur für großartige Sachen wie Toy Story oder eine Serie aus meiner nostalgischen Kindheit, Buffy im Bann der Dämonen, und verdammt war ich verliebt in Sarah Michelle Gellar damals. Nein, er hat auch Firefly, Serenity, zwei der Avengers-Filme und den Justice League-Film zu verantworten. Kann man so je nach Werk halten, was man von ihm will, aber er hat auf jeden Fall Talent, der Mann. Ja, die Produzenten sind auch weitgehend dieselben wie im Vorgänger, deswegen muss ich sie, glaube ich, nicht nochmal durchkauen. Die Darsteller haben wir hier, Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique Pinon, Ron Perlman, wie Schröckert sagt. Das sind so die namhaftesten Charaktere. Und der liebe Andi erklärt uns doch mal, warum oder wo. Ja, warum der geht Film es so denn im vierten Teil? Genau, dazu kommen wir gleich. Sagenhaft eklig, dieser Film. Aber ja. Erzähl uns doch mal, was wir sogar noch vergessen. Brad Dourif, also Chucky oder Schlangenzunge. Ah, ja. Stimmt. Ja, da sind noch einige dabei. Großartige auch Michael Wincott, aber dazu später mehr. Ja, ja, worum geht's? Andi, bitte. Die Handlung. Ja, wir befinden uns auf einer Forschungsstation, also auf einem Forschungsschiff, und auf dem wird eine Ripley geklont dieses Mal. Also sie erwacht diesmal nicht in einer Kryo-Schlafkammer. Sie ist ja auch im dritten Teil gestorben, wie wir erinnern uns, sondern sie wacht als Klon in dieser Forschungsstation auf und sie dient als Wirt für eine Alien-Königin. Denn auf diesem Schiff wird nicht nur geklont, sondern es werden auch Aliens eingesperrt, aufgezogen, wie man will. Und zu diesem Zweck kommen dann auch noch andere Charaktere an Bord, unter anderem eben Ron Perlman. Das ist so eine Art Piratengang, also so eine Söldnertruppe, keine Ahnung. Schmuggler, genau, die halt für solche Jobs engagiert werden, wie eben, die schlafen, glaube ich, oder? Also irgendwelche komatösen Menschen werden da angeliefert, die auch als Wirte für Aliens dienen. Ja, denn genau. An dieser Forschungsstation werden halt einfach diese Aliens mal wieder für irgendwelche Waffen oder Impfzwecke oder so erforscht und gehalten. Genau, und Ripley wird nach der Geburt ihrer Alien Queen nicht getötet, sondern aus Neugier wird sie halt am Leben gelassen, und wir merken recht schnell, dass sie auch ein paar Fähigkeiten dieser Aliens mittlerweile besitzt. Also sie hat Säureblut, sie ist stärker, schneller, kann besser Basketball spielen. Genau, und wie es kommen muss, befreien sich die Aliens, und dieses Schiff wird mal wieder von den Aliens terrorisiert und die Menschen müssen gegen sie kämpfen. Das war's. Kurz gesagt, ja, auf die Details kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, Patrick, wie war dein Empfinden, als du den Film jetzt wieder gesehen hast? Als erstes fällt einem schon mal auf, dass die Aliens jetzt, während die sich in den letzten Teilen mehr im Dunkeln gehalten haben, waren sie dieses Mal viel, viel deutlicher zu erkennen, als hätte man dort mit einer Halogenlampe auf die draufgestrahlt. So oft waren die in ihrer vollen Pracht zu sehen. Die sind auch gar nicht mehr groß mit der Umgebung verschmolzen. Also auch darauf hat man irgendwie komplett geschissen. Sondern, ja,
jetzt ist man wirklich in einem Vergnügungspark und man jagt von einer Falle in die nächste. Es hat ein bisschen Jurassic Park-Vibes, gell? Ja, wie schon. Ja, da sind die fiesen Monster eingesperrt und es ist klar, dass sie gleich irgendwie entfliehen und muss ja passieren und dann, stimmt, ein bisschen Jurassic Park-mäßig. Und auch diese Eier, die dann ausschlüpfen und dann sind da die Menschen, die da gucken und dann von den Aliens besprungen werden. Ja. Alles recht plakativ. Arme Schweine. Ärmsten Säuer. Ja, ja, fiese Szene so interessant, war auch nicht so begeistert von dem Film anschließend, als er ihn gemacht hat. Aber ja, die Viecher sehen dann auch ein bisschen anders aus. Sie sind sehr, sehr viel schleimiger. Man will ja niemandem was unterstellen, aber es liegt vielleicht so an diesem französischen Look, sag ich mal. Dass das. Ja, pass mal auf, weil dieser Film ist auch dermaßen möchtegern gefühlvoll und übersexualisiert inszeniert. Ripley galt gefühlt jeden Charakter an. Sie umgarnt mal Winona Ryder, flirtet ein bisschen mit Ron Perlman und knutscht am Schluss sogar ihr komisches weißes Alien-Klon-Abbild da. Seltsam. Also es fühlt sich sehr weird an. Gefängnisplaneten ging ja fast nichts. Komisch. Es ist eine andere Ripley offenbar. Also sie ist auch charakterlich vollkommen anders. Nein, aber ich meine, die Gefängnisinsassen, die ja eigentlich total ausgehungert sein müssten, die waren im Vergleich dazu auch sehr, sehr. Stimmt. Enthaltsam. Ja, stimmt eigentlich. Wenn du es so vergleichst, da waren die wirklich sehr brav. Ja, vor allem direkt nach diesem bierernsten Alien 3 ist dieser Film, also weil du ja den Patrick gerade gefragt hast, wie war das für dich so die Sichtung? Also ich habe wirklich ab Sekunde 1 schon gekotzt, weil der Film geht los mit dieser Szene, wo ich dachte, das wäre noch so eine Logo-Animation. Da sieht man doch so ein Alien-Gesicht, so voll schlecht CGI-mäßig animiert, dann zoomt die Kamera raus und man sieht, es ist eigentlich nur ein Käfer auf der Windschutzscheibe dieses Raumschiffes. Und da dachte ich mir so, hey, was ist das für eine bekackte Einstiegsszene für den Alien-Film? Und das dann. Gag aus Futurama oder Man in Black. Ja, eben, ja, Man in Black, genau, Man in Black, irgendwie so in die Richtung. Das fand ich schon mal fürchterlich. Und dann eben, weil du schon die übersexualisierten Charaktere angesprochen hast, auch eine Szene, wo ich zuerst dachte, was zur Hölle ist denn da schiefgelaufen? Also, dass jemand so ein Prollo-Charakter wie Ron Perlman die ganze Zeit so anzügliche Sprüche raushaut. Aber eine der schlimmsten Szenen, finde ich, wo dieser Typ im Rollstuhl, wie hieß der nochmal? Also, der Schauspieler ist ja dieser Dominique Pignon. Wo man die dann kennenlernt, er ist gerade am irgendwas werkeln, Winona Ryder steht neben ihm und er dann irgendwie, was hat zwei Daumen, eine pinke Zunge und vögelt wie ein Gott. Und dann sagt sie so, was? Und dann kommt er raus, wiederholt diesen, was wohl ein Witz sein soll und dann zeigt er so auf sich und ich dachte mir so, hey, boah, Alter, das ist die beschissenste Szene, die ich seit langem gesehen habe. Also es hat mich so angekotzt, dieser ganze Scheiß, dass ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr hatte, nach 5 Minuten schon. Ich meine, ich habe den Film schon vor längerer Zeit mal gesehen und habe ihn schon als bisschen albern, ein bisschen übertrieben, bisschen unpassend abgespeichert, aber jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich nur, das kann nicht euer Ernst sein. Also es war wirklich grausam. Ich habe auch gelacht, als ich Tuco von Breaking Bad wieder erkannt habe in dem Film. Ich hatte beim zweiten Mal gucken wirklich vergessen, wie sagenhaft, ekelhaft und widerlich hässlich ich diesen Film finde. Wirklich eklig. Gerade wegen dieser ganzen schleimigen Geschichte. Ich bin kein Feind davon, aber es war wirklich. Ja, es fühlt sich wirklich bappig und eklig an, egal wohin du gehst in diesem komischen Raumschiff. So ein Siff liegt da drüber und kein charmanter Siff wie den ersten beiden Alien-Teilen, wo halt vieles 80er-Look einfach cool aussah, sondern halt wirklich, das ist so die Penner-Kneipe out of space, so wirklich. So abgefuckt sieht das teilweise aus. Im All. Ja, super. Ja, aber was mich da halt echt am meisten, also wie gesagt, auf die Handlung und so kommen wir später noch und so, aber die Charaktere, was mich auch mega aufgeregt hat, war dieser Kapitän des Schiffs. Ich weiß nicht, woher kennt man den noch? Dieser Typ, helft mir, welcher war das? Warte kurz, Dan Hedaya, keine Ahnung. Kennt man auch aus vielen albernen Filmen halt und der schaut immer so ganz komisch. Und dann ist es, das ist dieser Typ mit diesen ganz behaarten Armen. Ja. Ist schon. Das ist auch schon so albern. Und wie der gekillt wird zum Beispiel, dann haut ihm das Alien von hinten irgendwie diese Zunge in den Hinterkopf. Dann schaut er erstmal blöd und nimmt sich dann noch so ein Stück Gehirn raus und schaut er auch so albern drauf und so. Also das war alles so beschissen einfach nur. War es auch. Also so aufgeregt. Dieser Humor ist eh bei diesem Film ein großes Problem. Also du hast
einer sehr, sehr düsteren Atmosphäre, teilweise auch sehr unheimlich. Es sind auch ein paar nette Kills drin. Zum Beispiel, als das Schiff evakuiert werden soll, eine Kapsel schafft es ja tatsächlich, erfolgreich abgesprengt zu werden. Und eine andere klettert im letzten Moment ein Alien rein und metzelt alle Besatzungsmitglieder ab. Und der Captain, eigentlich ganz, ganz cooler Move, schmeißt halt eine Granate rein und sprengt die ganze Kapsel. Okay, kann man machen. Erzeugt wenigstens so ein bisschen was von Wehrhaftigkeit bei diesen, ja, bei diesen Bodycount, was es mal wieder ist. Gesichtslose Masse von irgendwelchen Deppen, kann man sagen, die halt nur abgeschnetzelt werden. Ein paar coole Kills sind drin, wie gesagt. Ja. Unter anderem der Wachmann, der von, ja, von dem Trockeneis, also er wird da geschockfrostet und bricht dann da so ein bisschen auseinander, als er dann das Loch untersucht, wo die Aliens abgehauen sind. Und die Aliens sollten dressiert werden ursprünglich und lernten halt mit diesen Schockeistherapien, so sollten sie gehorsam lernen. Und die sind nicht blöd, die Viecher. Die checken ja auch, wie das ausgelöst wurde und bedienen es einmal mit ihrem zweiten Gebiss und ja, schockfrosten diesen armen Teufel. Ja. Ja, ist ein ganz nettes Ding. Oder auch, dass sie Fallen bauen. Da liegt dann so eine Waffe eingeschleimt und einer von diesem Söldnertrupp, von diesen Schmugglern, sammelt diese Waffe ein, merkt, die ist halt so ein bisschen bappig. Und dann kriegt er eine Metallplatte so unter den Füßen weggezogen, dass er einsackt. Dann schnappt sich das Alien ihn und haut ihn einmal wie so ein Dampfhammer sein zweites Maul so durch den Körper. Also die Aliens stellen sich ziemlich clever an, im Gegensatz zu den Menschen, die wirklich teilweise sehr dämlich sind. Möchte gern Testosteron aufgeladen ist eben besagte Schmugglertruppe, die eine Abwandlung von Klischees zum Beispiel sind. Das ist teilweise sehr traurig. Da hätte man, du hast es schon gesagt im Vorfeld, Andi, so ein Suicide-Squad-Ding draus machen können. Ja, vor allem, dann hast du vielleicht einen Charakter wie diesen Ron Perlman, der ja auch so der Unsympath sein soll. Und der haut dann vielleicht so blöde Sprüche raus am laufenden Band. Und das passt ja auch dann. Winona Ryder oder dieser andere Typ, die geben mir auch mal dann irgendwie die kalte Schulter und so. Das passt schon. Aber jeder, also dieser Rollstuhltyp, das fand ich schon eine schwierige Einführung. Aber das Michael Wincott, den hätte man ja dann irgendwie so ein bisschen als charismatischen Leader von dieser Truppe, also Anführer halt irgendwie, Kapitän von diesem Schiff wieder. Aber der ist ja auch irgendwie so eklig pervers, wo er sagt Macho. So... Ja, dann eben auch so, ja, hier, Winona Ryder, geilen Arsch hat die schon oder so. Also jeder, theoretisch hast du ja eine Truppe von Leuten, die irgendwie verschieden sind. Also zum Beispiel im zweiten Teil hast du ja dann eben diesen Bill Paxton, der ist so ein bisschen der Aufgedrehte, der scheißt sich dann in die Hosen und so. Aber dann hast du halt den Taffen, den Prollo, dann hast du den und den. Also so eine Truppe aus verschiedenen Charakteren. Aber hier hast du echt so einen Haufen, die erstmal optisch unterschiedlich sind. Aber irgendwie sind sie alle eklige Sexisten und Penner und nerven einfach nur. Also ja, die Anfangsszene des Leaders ist ja, wie er seinen Mädel da die Füße massiert. Ja, und kann er man ist wirklich eigentlich. Nur. Ja, ist ja kein Problem, wenn man seine als Liebste da ein bisschen verwöhnen will, ist ja in Ordnung. Wie gesagt, der Film ist ja eh sehr sexuell aufgeladen. Ja, aber ja, es ist ein Macho-Arsch. Auch Ripley reißt da mal so einen Spruch von wegen, wen muss ich hier vögeln, um runter von diesem Schiff zu kommen? Oh Gott. Ja, das ist auch so komisch. Aber es ist halt eben das Problem. In dem Film ist, glaube ich, ist keiner sympathisch. Also eben nicht mal Ripley. Weil die fand ich auch sau unsympathisch in dem Film. Sie ist so die Taffe, haut dann eben so Kacksprüche raus. Es gibt dann die eine Szene, die fand ich eigentlich ganz interessant, wo sie dann in diesen Raum geht mit ihren, weil sie ist ja Nummer 8 oder so, und dann sieht sie diese fehlgeschlagenen Experimente, also was, bevor sie jetzt gezeugt wurde, was bei ihr gut geklappt hat, haben sie es halt schon öfter probiert, und diese missgebildeten Dinger und so sieht sie dann, und das ist ja eigentlich schon fast emotional, also dann ist sie ja total geschockt, logischerweise. Ich meine, die Szene war natürlich auch voll drüber und irgendwie übertrieben eklig und so, aber eigentlich fand ich das eine interessante Szene, und dann ist sie ja auch so schockiert und emotional, und im nächsten Moment sagt sie dann, ja, wen muss ich ficken, um von dem Schiff runterzukommen, wo ich denke, ey, also Leute, irgendwie, das ist alles so ein Hin und Her und dumm einfach nur. Total. Ich meine, wenn wir uns die Ausgangssituation ansehen, Ripley hat sich im letzten Teil wirklich ins Feuer gestürzt, da müsste Asche sein, da dürfte nichts mehr wiederverwertbar sein. Das ist ein wunderbarer sein. Punkt, aus was haben sie bitte Ripley geklont? Ja. Wie, denn diese Frau ist verkohlt, im wahrsten Sinne des Wortes verdampft. Da ist nichts mehr übrig, kein Aschekörnchen mehr. Wie haben sie da noch Genmaterial bekommen? Weiß nicht, haben sie den Planeten gescannt und haben sie noch irgendwo, weiß ich nicht, ein bisschen Blut von ihr aus einem Alien-Scharmützel gefunden, von dem Gefängnisplaneten, ich weiß es nicht, woher sie auch immer das Genmaterial für einen Klon hatten oder für so viele Klone. Also es gibt ja, sagen ja viele Genexperimente, die ja fehlgeschlagen sind, wenn Ripley das entdeckt.
Ja. Ja, und irgendwie ist sie halt auch so komisch. Also, weil wo wir sie dann kennenlernen und dann kommt Winona Ryder zu ihr in die Zelle, wo ich auch nicht mehr genau weiß, wird das eigentlich mal aufgeklärt, was sie für einen Plan hat oder von wem sie geschickt wurde, weil sie soll doch ursprünglich diese Ripley töten? Genau. Also? Sie soll irgendwie ursprünglich Ripley töten. Das ist ihr geheimer Auftrag. Irgendwie haben diese Droiden, egal wenn sie eingebaut werden, die sind dann immer selber was am Plan dran her. Die ja, haben immer irgendeinen Geheimauftrag. Genau. Nee, aber Ripley ist anfangs dann so komisch und sagt dann so, da dachte ich zuerst, ist sie jetzt auf der Seite der Aliens? Weil auf der Seite der Menschen ist sie anfangs ja auch nicht so wirklich. Also die stoßt sie auch so ein bisschen ab und hat keinen Bock auf die. Und dann schlägt sie sich ja doch wieder auf ihre Seite und so hier und da. Also ich fand das alles so ein bisschen... Aber gerade daraus hätte man doch was Interessantes machen können, dass sie so ein halber Alien-Hybrid ist und dann so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und vielleicht auch so ein bisschen Ambivalenz in den Charakter reinbringt. Nein, haben sie natürlich nicht gemacht. Ja, das mit dem. Auch spannend gewesen, dass sie dann sozusagen dann die Bösewichtin ist und dann auf einmal oder irgendwie. Dass sie vielleicht nicht sogar am Schluss sich als die aktuelle Alien Queen herausstellt. Irgendwas, ja, irgendwas, was besser war als das. Ja, sie scheint als Droidin, also Call heißt sie im. Als Winona Ryders Rolle, sie scheint eine Art Gewissen zu haben oder als Maschine sowas wie Angst zu empfinden, als sie Ripley umbringen soll. Und dann kriegt sie nämlich auch mit, dass Ripley Säureblut hat und dann zieht sie sprichwörtlich den Schwanz ein und hat dann irgendwie Gewissensbisse und Schiss, sie umzubringen oder sich mit ihr anzulegen, wo ich mir denke, als Roboter eigentlich nicht wirklich, nee, da bist du eigentlich ein bisschen arschiger drauf. Siehe David, also aus dem Prometheus-Teil, siehe Ash aus dem ersten Teil und auch Bishop, auch wenn das ein guter Droide war, wenn die ein Ziel haben, dann boxen die das durch. Ja, auch die Bishop hatte was Kaltblütiges, wenn es denn sein musste. Das war seine Programmierung. Ja. Und das ist ein bisschen komisch auch, wo dann Winona Ryder erschossen wird von diesem Typen. Und wo ich auch dachte, so zuerst, weil sie doch dann so schockt ist und dann irgendwie der Tod so runterfällt, mehr oder weniger tot natürlich. Sie kommt dann wieder und in der nächsten Szene nimmt dieser gleiche Typ, der sie vorher erschossen hat und gemerkt hat irgendwie, naja, die lebt ja noch, sie ist ja ein Roboter und nimmt sie dann als Geisel mit der Pistole. Wo ja, ich auch dachte so, hä? Den Androiden erschießen. Ja, und alle lassen dann ihre Waffen fallen, weil sie den Android, der eh schon einen Pistolenschuss überlegt, lebt hat, als Geisel nimmt, lassen alle ihre Waffen fallen. Und ich dachte so, ey Leute, das ist einfach nur dumm. Wenn Ron Perlman sogar noch entdeckt, dass sie ein Roboter ist und sagt, ich hätte es beinahe noch gevögelt, dieses Ding. Als ob du noch nie einen Roboter gevögelt hättest, sagt dann der Rollstuhlfahrer. Es ist wirklich ein schlechter Witz, reiht sich hier an den nächsten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll, vor allen Dingen. Es gibt dann so Szenen, in der Szene, dann kommt ja dieser Typ, den sie dann auch noch irgendwie zufällig aufgabeln, einer von diesen menschlichen Wirten, der halt auch ein Alien in sich hat. Also diese Szene, wo er dann halt diesen Forschungstypen, den einzigen, der noch übrig ist, irgendwie sich vor die Brust hält, dass ihm dann das Alien durch den Kopf rauskommt. Es sind so Szenen, ich weiß nicht, ob ich es lustig oder schlecht finden soll. Also es war halt so drüber und übertrieben, auch so übertrieben brutal und so. Es ist eigentlich eine witzige Szene und so, aber es ist einfach schon so grenzdebil, dass man da schon drüber lachen kann. Und da gibt es ein paar Szenen, wo man eigentlich jetzt ein bisschen drüber lachen kann. Aber ja, es gibt vielleicht einen kleinen Charakter, den man so ein bisschen fast schon bemitleiden kann. Das ist einer von den Marines. Es gibt in dieser Basketball-Szene, also offenbar, also Sigourney Weaver ist aufgrund ihres Alien-Materials eine hervorragende Basketballspielerin. Und dieser Söldnertrupp wird von Space Marines, nennen wir sie mal so, fast gefangen genommen. Die liefern sich eine Schießerei mit denen, sehr abenteuerlich, und metzeln diesen Marines-Trupp ab und nehmen sogar einen der Marines als Geisel. Und der schließt sich denen halt dann auch an und kommt dann leider auch auf tragische Weise ums Leben durch dieses ekelhafte Drecksvieh, dieses weiße, ekelhaft schleimische, hässliche Alien, was die Alien Queen für Ripley oder Ripley-isch gebärt hat, geboren hat. Und ja, das ist so der Einzige, wo ich gedacht habe, okay, über den erfahren wir nichts, aber der ist auch die ärmste Sau. Der weiß nicht, warum er da jetzt sterben muss, weil einfach nur der Rest drumherum Arschlöcher sind. Ich fand aber in der Hinsicht dann Brett Dourifs Charakter ganz cool gespielt. Er hatte dann so leichte Dr. Frankenstein-Vibes, als dann dieses Vieh erschaffen wird. Ich finde die Szene auch eigentlich ganz lustig, wo er das Alien so ein bisschen verarschen will, weil er weiß, ja, die Scheibe ist irgendwie kugelsicher, nee, sonst was, aliensicher. Das ist ein anderer, also es sind zwei verschiedene. Du meinst, weiß ich jetzt nicht, meinst du den Arzt, der mit dem überlebenden Squad zur Rettungskapsel fliegen will, oder meinst du den Doktor, der
der die Aliens noch glaubt, er kann sie dressieren und auch so schleimig aussieht. Genau, den meine ich, wo er dann nämlich an dieser Scheibe steht und dieses Alien so ein bisschen verarscht und das dann auch so an der Scheibe so abknutscht und so. Und das finde ich witzig. Die Scheibe ab. Genau, aber wie er dann so seine Mimik und so, wie er da so schaut, er sieht eigentlich genauso aus wie das Alien, finde ich. Das ist schön. Also der hat schon was Alien-mäßiges in der Szene. Ja, stimmt. Frankenstein ist ein guter, Dr. Frankenstein ist ein guter Bezug dazu eigentlich, so fast. Dieser dieses komische neue Alien-Mensch-Hybrid-Ding, das ist wirklich eigentlich, keine Ahnung, symbolisch für den ganzen Film. Das setzt dem alles so das i-Tüpfelchen auf an übertriebener Ekligkeit und Bullshit-Quatsch irgendwie, weil das, wie das dann auch so wimmert und so und dann, also das war wirklich der Overkill. Wie sie ihr Blut da erstmal an die Scheibe klatscht und dann wird so nach und nach in den einzelnen Eingeweiden ins All gesucht. Ja. Also, man kann dem Typen, kann ich schon lassen, er wollte einfach, der treibt es halt schon auf die Spitze und das finde ich dann auch schon wieder witzig, wie in dieser komischen, ekligen, fehlgeschlagenen Klon-Szene da irgendwie. Das ist alles so eklig und übertrieben und skurril halt irgendwie und mit diesem komischen, mit dieser Neuschöpfung von diesem Alien-Hybrid und so, auch wie nennt man diesen Raum, diesen Geburtsraum und so, das ist alles so eklig und schleimig und so, deswegen, wenn der das wollte, hat er das schon gut gemacht, dass er diesen Ekelfaktor so auf die Spitze treibt, aber trotzdem ist der Film halt durch die Charaktere für mich so unanschaubar teilweise. Definitiv. Also je mehr man über diesen Film nachspinnt, desto weniger Positives findet man. Er wirkt sagenhaft trashig, aber nicht so trashig, dass es schon wieder gut ist. Also man kann es sich angucken, aber ja. Ich finde ihn halt, also wollte ich jetzt gerade vielleicht eventuell im Fazit sagen, aber er ist halt nicht so langweilig, finde ich, wie der Dreier. Weil es passieren schon viele dumme Szenen und so und auch es passiert halt viel und es passiert viel Quatsch, aber durch diesen Ekel- und Gore-Faktor und so, es passiert schon immer was, auch wenn es halt dumm ist oder so, aber eben manche Kills sind lustig kreativ, manches an Ekel ist auch kreativ, in Anführungszeichen. Aber ich fand den, wie gesagt, ich würde mir den Film wahrscheinlich sogar, da müsste ich aber schon schwer betrunken sein oder so, aber irgendwie würde ich mir fast noch eher anschauen, als um mich halt drüber lustig zu machen oder drüber aufzuregen, als Alien 3, weil Alien 3 fand ich eher halt langweilig und eine ziemlich fade Geschichte. Und der hier, der hat mehr Potenzial, sich drüber lustig oder sich drüber aufzuregen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Er hat also auch mehr Tempo. Ja, irgendwie schon. Also wie gesagt, den kann man halt wenig, der nimmt sich nicht ernst. Der dritte zum Beispiel, der ist halt so bierernst, wie ich vorher schon gesagt habe, und es ist trotzdem langweilig. Und hier haben die halt echt alles über Bord geworfen, was da Grusel oder was Atmosphäre angeht. Dafür haben sie halt einfach so ein Splatter-Ekelfest gemacht. Es ist anstrengend, weil die Charaktere so unsympathisch und dumm sind, aber so als Film ist er doch noch unterhaltsamer auf eine komische Art und Weise, finde ich, als der dritte. Ja, was noch ganz interessant ist, sie haben auch hier und da versucht, den Aliens noch eine etwas animalische Komponente zu geben. Es gibt eine Unterwasserjagdszene, wo die Küche überflutet ist und da müssen die Charaktere halt untertauchen, werden dabei von Aliens verfolgt, wo dann die Freundin von unserem Obermacho, von dem bereits verschiedenen Chef der Söldnertruppe auch weggemacht wird. Eines der Aliens wird dann noch von Ron Perlman erschossen, zerplatzt. Und bei der Bewegung haben sie sich versucht, an Tiere zu halten, und zwar an Krokodile und Delfine. Wie dieses schlangenartige Bewegen, dass sie da versucht haben, da hier und da auch noch eine ernsthafte Komponente reinzubringen. Also offenbar hatte man hier und da auch ein paar ambitionierte Pläne. Es gibt ein paar schöne Action-Szenen, also die Geschichte, wo das zweite Alien sie auf der Treppe verfolgt, wo man nebenbei noch mitbekommt, dass der Doktor, der mit dem überlebenden Squad da unterwegs ist, natürlich keine Wandlung durchgemacht hat und immer noch ein Vollidiot ist, dabei wahrscheinlich Winona Ryder erschießt. Also es gibt ein paar Punkte, wo der Film gut aufs Tempo drückt. Auch wenn Christie, der Schwarze mit seiner Pistole, der den Rollstuhlfahrer auf dem Rücken hat, noch versucht, das Alien zu erledigen, und das Alien spuckt ihm Säure ins Gesicht und er wird langsam besinnungslos und opfert sich, während Ron Perlman kopfüber mit den zwei Knarren wirklich sehr spektakulär diesem Alien einen Header verpasst.
Es gibt ein paar ganz gute Actionsequenzen, aber die kann man leider suchen in diesem Film sonst. Also ich mag diese Attacke unter Wasser. Da hat es dann tatsächlich was Reptilienartiges, das Alien, wie sich's fortbewegt. Ja, eben, das hat auch so eine gewisse Kreativität noch. Da haben sie halt gedacht, so, hey, was hatten wir noch nicht? Aliens unter Wasser, okay, passt. Oder was ich auch mochte, wo sie auftauchen und dann sind sie umringt von Alien-Eiern, wo sie dann diese zwei Sprengkapseln einfach reinhauen und weg sind die Alien-Eier. Das war auch mal was schön Befreiendes, dass da nicht ewig gefackelt wird, sondern direkt boom, weg. Ja, in eine Falle, in die sie offensichtlich gelockt wurden, wie Ron Perlman noch bemerkt, dass man versucht hat, die Menschen wohl dahin zu treiben. Diese, weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, die Küche zu fluten, glaube ich jetzt zwar nicht. Aber es wird einen Grund gegeben haben, die Eier genau da zu positionieren, wo sie dann letztendlich waren. Und wie gesagt, offensichtlich war es eine Falle, die aber nicht so ganz aufgegangen ist. Sie ist aufgegangen, aber da ist sie dabei auch zerplatzt. Ja, also sie wollte aufgehen, aber die Menschen sind natürlich alle oder fast alle entkommen. Sie haben zwei Männer verloren oder zwei Besatzungsmitglieder, ja, aber nicht an die Eier, sondern an die Aliens an sich eben, ja. Es ist ein anstrengendes Ding, man will nicht wirklich warm mit diesem Aufguss werden. Aber man kann auch was zur Uncut-Version sagen. Ich habe mir nicht alles ansehen können, weil vieles des Materials ist echt versteckt. Aber eine ist ganz interessant, die gibt uns ein alternatives Ende vorweg. Es gibt eine Szene, wo dieses Raumschiff eben auf der Erde landet. Wir erfahren es später, dass es die Erde ist. Du siehst Ripley und Call, also die Droidin, wie sie sich aufeinander zubewegen, auf einen glutroten, sehr verbrannten Planeten, das ist wirklich verbrannte Erde, und sie sagen, ja, ich war noch nie hier, und du? Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, und bla bla bla. Es ist eigentlich nicht so wirklich wichtig, was die reden, aber interessant ist, dass dann ein Schwenk gemacht wird auf ein Stadtpanorama und du das zerstörte Paris im Hintergrund siehst, was so wirklich vielleicht ein Fingerzeig sagen sollte, ey, fünfter Teil spielt auf der Erde. Diese armen Tropfer haben wahrscheinlich wirklich gedacht, sie kriegen noch eine Fortsetzung spendiert. Ich hätte mich auf einen fünften Teil auf der Erde tatsächlich gefreut. Also, ich hätte ihnen nochmal eine Chance gegeben. Also ich weiß nicht, ob gleich hätten wir auch angesehen. Aber glaubst du, das wäre was geworden? Sie hätten ja nochmal David Fincher fragen können. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es was geworden wäre, aber wir sind alle drei so große Alien-Fans. Wir hätten dem eine Chance gegeben. Mit Sicherheit. Also sie haben da echt versucht, die Cameron-Idee durchzukriegen, weil Cameron hatte ja die Idee, genau, den Film auf der Erde spielen zu lassen. Also offenbar hatten sie da diese Idee noch nicht ganz verworfen. Und ich hoffe wirklich, dass sie irgendwann nochmal aufgegriffen wird mit vielleicht einer in Würde gealterten Ripley, die sich ein letztes Mal nochmal in bester John Rambo-Manier auf der Erde mit den Aliens schnetzelt. Könnte so vielleicht gesehen wurde sie ja schon realisiert, nämlich in Alien vs. Predator 2. Ja, da haben wir Aliens auf der Erde. Das zählt hier nicht. Ich zähle hier nicht, genau, danke. Danke. Ja, da müsstest du einfach nochmal Leute dran machen, die halt damit ein bisschen Ernsthaftigkeit dran gehen und halt irgendwie nicht wie jetzt in dem Fall hier einfach so dieses Genre oder dieses Franchise irgendwie anscheinend bewusst durch den Kakao ziehen. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber halt, wenn du da nochmal ein bisschen mit Respekt und Ernsthaftigkeit dran gehen würdest, natürlich könnte da was Gutes passieren. Aber du brauchst halt die richtigen Leute. Eben, du hast ja auch mit Josh Whedon jetzt keinen untalentierten Drehbuchschreiber. Du hast Darsteller, die es auch wieder gut machen. Wie gesagt, die Props kannst du wieder mal nichts sagen. Die sehen gut aus. CGI ist so ein bisschen, geht besser. Aber wir reden hier von 1997, das, ja. Aber die Handlung. Die ist halt, das wird nichts. Das war nicht gut. Es war einfach auch eine wirklich sehr interessante Regieentscheidung, also den als Regisseur zu nehmen. War das eigentlich vor oder nach Amélie? Jean-Pierre Jeunet hieß der Regisseur. Jeunet, genau, ja. Ist ja auch ein super klasse Regisseur, aber das war einfach ein totaler Fehlgriff. Das war vor Amélie. Okay, also krass. Amélie war so die frühen 2000er. Ach so, okay, stimmt, klar. Ja, aber wirklich, der hat ja noch andere großartige Filme gemacht. Irgendwie die Stadt der verlorenen Kinder und ich glaube auch diesen Micmac fand ich auch noch ganz cool. Ist der von dem? Ich weiß es nicht. Das spielt auf jeden Fall, ist ja sein Stammschauspieler, dieser Dominique Pignon. Aber hey, für Alien 4, das war echt einfach nur ein... Eieiei. Aber lieber 2001, by the way. Okay. Mathilde, eine große Liebe, unter anderem mit Jasper Uriel. Den habe ich auch gesehen, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Das ist auch ein Werk von ihm. Ist ja, das ist ja ein Kriegsdrama, der, wie gesagt, gar nicht so verkehrt ist eigentlich. Das ist wirklich, du nimmst super Leute, guten Regisseur, guten Drehbuchautor, eigentlich auch Hammer Schauspieler, Hammer Cast und dann alles schön gegen die Wand fahren. Ja, es will nicht gelingen. Also sofern du nicht ein Ridley Scott, der das Ganze begründet hat, aber mittlerweile auch nicht wirklich Gutes aus seinem eigenen Erzeugnis rausholt und einen der größten Regisseurnamen wie Cameron daran setzt, hast du echt nicht so viele Leute, die sich mit diesem Stoff so gut umzugehen wissen, obwohl das eigentlich ein Selbstläufer sein könnte. Du hast eins der coolsten Viecher mit einer sehr interessanten Lore, aber du kriegst es nicht auf die Reihe, da vernünftige Leute drüber zu finden, die was Vernünftiges draus basteln, obwohl du gute Leute eigentlich hast im Boot. Ich würde nicht sagen, dass es so schwer ist, die richtigen Leute zu finden, sondern es die Studiobosse dahinter sind das Problem, die richtigen Leute nicht ihre Visionen richtig umsetzen lassen. Da ist wahrscheinlich eher der Knackpunkt. Ja, ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass der größte Fehler war, eben Joss Whedon als Drehbuchautoren zu engagieren, weil der sich, glaube ich, mit seiner, also ich würde gerne mal ein Interview mit dem zu diesem Film sehen, was ihn geritten hat, also weil das stört mich eigentlich am meisten an dem Film, dieser deplatzierte Humor und ich glaube, dieser Genet, der hätte auch einen düsteren Film machen können und auch wollen, weil alle seine Filme haben ja so eine gewisse, also außer Amelie, aber eben wenn ich an diese Stadt der verlorenen Kinder denke oder so, das ist ja auch düster irgendwie. Es hat dann zwar noch so ein bisschen kreativen, fantasievollen Einschlag, der vielleicht bei Alien auch ein bisschen deplatziert gewesen wäre, aber hättest du da einen Drehbuchautoren gehabt, der das halt auf Ernst trimmt, glaube ich, hätte der Film besser funktioniert, weil dieser komische, knallbunte Bonbon-Humor oder auch noch diese taffen, coolen, sexistischen Charaktere oder so, obwohl Joss Whedon ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass er sexistische Penner schreibt irgendwie. Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil. Es gab da wohl auch Änderungen. Also Joss Whedon hat mal sinngemäß sowas gesagt. Was diesen Film von seinem Originaldrehbuch unterscheidet, ist, dass die Änderungen ganz einfach grauenvoll umgesetzt worden sind und den Film damit unanschaubar machen. Also vielleicht war die Ursprungsidee von Whedon auch eine ganz andere und der Regisseur hat es vergeigt. Aber ob es das allein war, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich war es mal wieder das Studio. Möglich. Ich warte noch auf die Marvel-freundliche Animationsserie auf Disney Plus irgendwann, wenn es dafür eine FSK 12 gibt. Nicht unwahrscheinlich. Oder ein Musical. Alien, das Musical vielleicht. Oder als Crossover mit Thor und den Guardians of the Galaxy. Ja, Mann. Genau, Thor und Guardians of the Galaxy und wir lassen einfach ein Alien auf die Guardians los. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Lass sie auf Captain Marvel los, dann ist die Sache gegessen. Oh, bitte, bitte lass sie wegkillen. Also nichts gegen Brie Larson, aber dann haben wir einen Charakter weniger auf der Liste, der dazu noch unnötig overpowered ist. Dann haben wir vielleicht auch Spannung drin, wenn man Katze da stirbt. Bleibt. Solange die coole Katze da bleibt. Der Flörkin? Ja. Genau, der Flörkin ist das Alien und knuspert einfach mal so die Heldin weg, so wie es diese Aliens gefressen hat in dem Film. Ah, vielleicht ist es ja die Katze aus Teil 1 und 2. Wie hieß sie nochmal in Alien? Quincy. Nee, Jonesy was? Jonesy ist eigentlich die Katze von... Sie Katzen ist ein Flörkin. Wir wissen es nur noch nicht. Eben, da hat sich auch so ein Facehugger draufgesetzt. Naja. Oh, ein Katzenalien, das... Ja, unheimliche Wesen. Nachts bewegen sie sich im Schatten und warten, bis du eingeschlafen bist. Und legen sich dann auf dich drauf und ja, machen dich platt. Ja. Haben wir noch was zu sagen zu dem Film oder wollen wir zum Fazit kommen? Ich hab nichts mehr. Patrick, hast du noch was? Nö. Ich habe mir auch noch nicht das Making-of angeschaut, das werde ich jetzt dann noch machen, weil da bin ich echt gespannt, was sie da so zu dem Film sagen. Ob sie das dann wie 1 und 2 natürlich alle als großen Erfolg sehen oder ob sie da eben auch ein bisschen selbstkritisch sind wie in dem Alien 3 Making-of. Ich bin gespannt. Schau es mir mal an. Tja. Hoffentlich wird's was. Also wahrscheinlich hast du da mit dem Making-of mal wieder mehr Spaß als mit dem Hauptfilm, genau wie in Alien 3, wer weiß. Ja. Dann kommen wir zum Fazit und zu der Bewertung. Andi, was ist dein Fazit und was gibst du diesen Film von wie vielen möglichen weißen, ekelhaft Ripley'schen Alien-Totenschädeln, die vor Schleim triefen?
Der Film ist buchstäblich zum Kotzen. Ab der ersten Szene finde ich den wirklich, wirklich unglaublich fürchterlich, weil halt eben die Charaktere furchtbar sind. Ich meine, die Effekte und so weiter, die sind natürlich besser als im dritten Teil, weil da waren sie unterirdisch. Und ich finde die Aliens auch wenn sie da so relativ im Scheinwerferlicht gezeigt werden, gleich ab Sekunde 1 und völlig dieses Geheimnisvolle halt verloren geht und so. Aber es sieht schon ein bisschen gut aus. Aber trotzdem, die Charaktere sind einfach das Schlimmste, der Humor ist kacke. Aber ich finde ihn, habe ich ja eh schon gesagt, ich finde ihn trotzdem noch auf eine perverse Art irgendwie unterhaltsamer als den dritten. Deswegen gebe ich mir jetzt mal 2 von 5 Punkten. Jo. Also ich sage jetzt mal schon direkt im Vorfeld, ich finde das cool, wie in den ersten 4 Teilen jeder Regisseur seinen eigenen Stempel der Reihe aufdrücken konnte. Davon können heutige Franchises rein nur träumen. Das finde ich schön, dass das trotz der teilweise katastrophalen Bedingungen möglich war. Und Star Wars, da haben sie ja dieses selbe Ding nochmal versucht mit 3 unterschiedlichen Regisseuren, die jeweils einen Teil drehen sollten. Was daraus geworden ist, wissen wir ja. Deswegen, der Abstieg Skywalkers. Ja. Deswegen, ich mag die ersten 4 Alien-Filme an sich wegen diesen unterschiedlichen Stilen. Den vierten mag ich auch ein bisschen mehr als den dritten. Ich würde sogar sagen, der ist so eine seltsame Achterbahnfahrt gepaart mit Marvel-One-Linern, wenn sie von einem leicht perversen geschrieben worden wären. Deswegen, ich hatte da schon irgendwie mal Spaß mit, auch wenn der Film kein wirklich guter Alien-Film ist. Deswegen, ich gebe dem mal 3,25 einfach, weil das ein Popcorn-Alien-Film ist. Also seit diesem Film ist Alien endgültig im Popcorn-Kino angelangt. Deswegen, ja. Das Problem ist nur, dass dieses Popcorn halt relativ schnell wieder hochkommt. Ja, was so du kriegst kein bisschen runter, so schleimig, wie das alles aussieht, ja, wie es da trieft. Dass das Alien, das weiße Ripley-Alien am Ende noch keinen Knutschfleck hat, ist wirklich alles. Von Ripley. Oh, Mann. Ja, dieser Film, dieser trashig wirkende Film hat alles von einem Guilty Pleasure, was man sich wünscht. Zu Unterhaltungszwecken empfehle ich Ihnen, wie du schon mehrmals gesagt hast, Patrick, Kumpels und Kaltgetränke. Ist leider Gottes die Mehrheit dieser Filme, wie man es genießen kann, hatten wir auch im Vorfeld zur Predator-Besprechung gesagt, was ja, es ist nicht gut und ich möchte diesen Film auch nicht. Er hat ein paar Sachen drin, die haben wir auch hier angesprochen, die es nicht komplett zu einer Katastrophe machen, aber die schlechten Sachen überwiegen doch deutlichst. Und somit kommt der Film auch nicht bei mir über eine 2,5 von 5 möglichen Punkten hinweg. Das ist aber auch mit einem sehr zugedrückten Auge, weil man muss den Film wirklich nicht ernst nehmen. Guck ihn dir an und hab Spaß dabei, dafür taugt er, aber seh ihn nicht als wirklichen, ernsthaften, starken Alien-Film an sich an. Mhm. Gut, dann hätten wir auch das geschafft und gut, ja. Nachdem wir uns letzte Folge mit Folklorisieren des Lobes über die ersten beiden Alien-Filme wirklich übergossen haben, haben wir jetzt mal wieder uns ein bisschen auslassen können, was uns denn nicht gefallen hat. Das war auch mal aber wieder. Ich habe noch einen kleinen Anspieltipp für euch. Also wir haben ja von Behind, von den Videos geredet und er hat auch ein schönes Video gemacht zu Jodorowskis Dune. Ich will jetzt mal nicht spoilern, aber im Prinzip war dieser Film mehr oder weniger auch die Geburtsstunde der Alien-Filme, weil da Leute schon beschäftigt wurden, die dann später auch das Alien-Franchise losgetreten haben. Unter anderem, ja, Jodorowskis Dune war in der Tat der Startschuss für so manches Franchise. Aber gut, das können wir ja bei Zeit auch noch mal beschnacken, wer weiß. War da nicht sogar auch Giga am Anfang noch involviert fürs Konzeptdesign, glaube ich sogar? Ja, tatsächlich. Ja. Gut, dann haben wir es geschafft für heute und wünschen euch da draußen noch einen schönen Restsonntag. Habt ein bisschen Spaß und ja, auf bald, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.